Schläger, Speeder und ein paar Meter Band. Das ist Speed Badminton. 290 Stundenkilometer fliegt so ein Speeder. Eine harte Herausforderung für Johannes. Schnell. Autsch! Du darfst dich auch ruhig ein bisschen bewegen. Hallo, bei Kannes Johannes. Ich bin gerade auf dem Weg nach Happerschoss. Das ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Hennef. Und dort gibt es einen Sportverein, der ist bekannt für eine besondere Sportart. Nämlich Speed Badminton. Habt ihr noch nicht gehört? Ich bis vor kurzem auch nicht. Deswegen ist es umso besser, dass ich Malte habe. Denn Malte wohnt in Happerschoss, spielt sehr, sehr gut Speed Badminton und wird die nächsten zwei Tage mein Trainer sein. Hallo, ich bin der Malte, bin 14 Jahre alt und spiele seit 2,5 Jahren Speed Badminton. Das Tolle daran ist, dass man das wirklich überall spielen kann. Es darf nur nicht windig sein oder regnen. Man muss reaktionsschnell sein. Und das finde ich auch das Coole daran, weil man sich auch immer weiter fordern kann. Mein größter Erfolg, auf den ich so stolz bin, war in den Niederlanden bei den Dutch Open. Da bin ich Zweiter geworden. Sehr gut, genau, immer in die Ecken spielen. Wichtig ist, in die Knie gehen, damit du immer so bereit bist und dann schnell reagieren oder nach hinten laufen. Ich glaube, ich bin ein guter Trainer, weil es mir Spaß macht, anderen Leuten was beizubringen und weil ich das auch schon ein paar Mal gemacht habe. Hi Malte. Hi. Ich bin Johannes. Schau mal, was ich im Keller meiner Eltern aus meiner Schulzeit noch mitgebracht habe. Es ist mein alter Badmintonschläger, habe ich extra mitgebracht. Der ist zwar schön, bringt dir aber nichts. Weil wir spielen ja Speed Badminton und da sehen die Schläger so aus. Die sind nämlich härter bespannt und ein bisschen größere Aufschlagfläche, damit man den Ball besser treffen kann. Da hätte ich ja eher meinen alten Tennisschläger mitbringen können. Der hat mehr Ähnlichkeit damit. Ja. Bringt es mir was beim Speed Badminton, dass ich mal Tennis gespielt habe? Ich denke schon, weil dann hast du so ein bisschen Ballgefühl. Mhm. Man kann halt nur nicht schnippeln, also andrehen den Ball. Mhm. Aber es stimmt mich ja schon mal zuversichtlich, dass ich mit ein wenig Ballgefühl vielleicht eine gute Voraussetzung für Speed Badminton habe und vielleicht diese Herausforderung schaffen könnte. In nur 48 Stunden muss Johannes fit genug sein, um ein Match im Speed Badminton zu bestehen. Gespielt wird ein Satz bis 16 Punkte. Die Herausforderung ist nur dann geschafft, wenn Johannes gewinnt. Und zwar gegen Sarah. Sie ist 13 Jahre alt und spielt seit 3 Jahren Speed Badminton. Eine extrem schnelle Gegnerin. Die sieht ganz schön tough aus, diese Sarah. Muss ich da Angst haben vor der? Ja, auf jeden Fall. Ah. Die ist ziemlich gut und ich habe auch schon gegen sie verloren. Deshalb müssen wir jetzt ordentlich was tun. Diesen Trainingsplan hat sich Malte für Johannes ausgedacht. Zuerst soll Johannes ein Gefühl für den Speeder und den Schläger bekommen. Anschließend lernt er, wie man gezielt aufschlägt und sich im Spielfeld richtig bewegt. Am nächsten Tag stehen die Schlagtechniken an. Zuerst Volley, dann Drive. Zu guter Letzt lernt Johannes, wie man einen Smash, einen Schmetterball schlägt und ihn im Spiel einsetzt. Bevor wir mit dem Training anfangen können, müssen wir noch die wichtigste aller wichtigen Fragen stellen. Und die ist, kann es Johannes? Das Training beginnt mit Aufwärmübungen. Denn nur so kann man Verletzungen vorbeugen. 1, 2, 1, 2, zurück. Ich bleib stecken. Ich bin zu dick. 1, 2, 1, 2, zurück. Und wieder runterrutschen. Ach, das Rutschen macht mir am meisten Sport. Bist du jetzt warm? Warm? Ich bin richtig heiß. Okay, sehr gut. Wir machen jetzt erstmal ein paar Reaktionsübungen. Okay, jetzt drehst du dich mal um. Mit dem Rücken zu dir? Mit dem Rücken zu mir. Ich werfe jetzt den Speeder über deinen Kopf und du musst versuchen, ihn zu fangen. Oh Mann. Du darfst dich auch ruhig bewegen. Bevor ihr jetzt lacht, probiert es mal zu Hause aus. Das ist nämlich richtig schwer, wenn man nicht weiß, wann der kommt. Und! So, das ist jetzt der letzte. Ja. Sehr gut. Oh.
Okay, und weil wir nicht mit den Händen spielen, sondern mit dem Schläger, fangen wir jetzt mit dem Schläger an. Mit der Bratpfanne? Mit der, nee, keine Bratpfanne, sondern Schläger. Also, so? Ja, genau. Und dann gehst du ein bisschen in die Knie. Mhm. Und das ist dann die Grundposition. Die Grundstellung. Genau, so. Gut. Und dann ein bisschen in die Knie gehen und so bereit sein halt. Mach ich. Ich bin bereit. Okay. Ach so, eigentlich hopp? Oh, nee. So. Sehr, sehr gut. Johannes hat sich bei den Reaktionsspielen ziemlich gut angestellt, finde ich jetzt. Die ersten Speeder, die hat er verhauen und danach ging das aber eigentlich immer relativ gut. So, und jetzt versuchst du einfach mal den Speeder hochzuhalten. Okay. Oh. Du machst jetzt erstmal 20. Das waren zwei. Nochmal. Sehr gut. Aber jetzt wird es mir auch ein bisschen zu nass hier. Ja. Und dafür, wir gehen jetzt mal rein. Was heißt denn rein? In die Halle. Wir gehen in die Halle? Ja. Geil. Wie viel Meter auf wie viel Meter ist das Feld? Das sind 5,5 Meter mal 5,5 Meter. Das ist ein halber Tenniscourt quasi. Ah, jetzt brauchen wir aber noch ein zweites, ne? Ja. Wie weit ist jetzt das andere Feld von dem entfernt? Das andere ist 12,80 Meter entfernt, aber wir machen einfach 13 Schritte, dann ist es auch gut. Okay, also 1, 2, 13. Und das ist jetzt die hintere Linie vom zweiten Feld? Nee, das ist die Grundlinie, also die vordere. Boah, da muss man aber total weit spielen. Ja. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. So, und dann zeige ich dir jetzt mal, wie du dich richtig hinstellst für einen Aufschlag. Die Fußspitze zeigt in Richtung von der rechten vorderen Ecke, okay? So. Ja. Und dann schlägst du ihn rüber. Cool, will ich auch. Mhm. Das war der Rahmen, ne? Mhm. Oh. Das wäre ein Gegenpunkt. Dann kriegt der Gegner einen Punkt, wenn ich das Ding nicht treffe. Ich brauche ein bisschen länger. Manchmal brauche ich ein bisschen länger. Und beim Aufschlag war das eben auch der Fall. Der war schon ziemlich gut. Und jetzt versuch mal mit Ansage. Ins rechte Feld. Ah. Das war auch links. Ja, der war gar nicht mal so schlecht. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, würde mein Vater sagen. Am Ende ging's dann. Ich bin mit Johannes Aufschlägen sehr zufrieden, weil er sich sehr viel Mühe macht, die Aufschläge richtig ins Feld zu bringen und sich auch viel Zeit lässt. Und das ist ganz wichtig bei den Aufschlägen. Okay? Ja. Nicht so schlecht, ne? Ja. Der Regenschauer ist vorbei. Jetzt geht's zurück ins Grüne. Malte, wenn du ausnahmsweise mal nicht Speed-Badminton spielst, machst du dann noch anderen Sport? Ja, ich spiele Fußball und ich gehe laufen und fahre ganz gerne Longboard. Wie wichtig ist der Sport noch? Sehr wichtig, weil ich finde einfach die Bewegung gut und dass man viel draußen ist. Also du musst dich nicht motivieren, sondern die Motivation, die wohnt schon in dir drin. Ja. In deiner Blutbahn. Ganz wichtig ist die Angriffslinie. Hier musst du nach jedem Schlag musst du immer zurück auf die Grundlinie und die Grundstellung einnehmen. Okay? Hier stehe ich immer quasi. Hier, das ist quasi deine Ausgangsposition. Okay. Und dazu machen wir jetzt auch ein paar Übungen. Mhm. Dafür habe ich den mir mitgebracht. Anna? Mhm. Hallo Anna, ich bin Johannes. Hallo, ich bin die Anna. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Und wer ist Anna? Anna ist bei uns aus dem Verein. Die wird jetzt hier so ein bisschen mit dir trainieren. Ist aber nicht deine Freundin. Nee. Nein. Gut, kann ja noch werden. So, Okay, gut. Auf geht's. Anna wird jetzt ein paar Bälle zuspielen. Mhm. Und wenn die Anna dir den Ball auf die Rückhand spielst, genau, du schlägst den Ball so, musst du in diese Ecke das Feld berühren und wieder in die Grundposition. Wenn die Anna dir einen auf die Vorhand spielst, musst du nach dem Schlag auf die Rückhandecke. Das wird ja eine Riesenrennerei. Ja. Okay. Bist du bereit? Ja. Gut. Das war Vorhand, also ich muss zurückhand und wieder zurück. Oh Mann, ey. Bisschen mehr Tempo. Ja. Vorhand, Rückhandseite. Vorhand, Rückhand, Ecke.
Schnell. Links, rechts, vorne, muss ich jetzt nochmal zurück? War das die Rückhand? Ich muss auf die Seite, aber ich habe ja da gespielt, müsste ich dann nicht eigentlich da, aber ich bin ja um den Ball rumgelaufen, dann war es ja eigentlich die vorne, dann müsste ich zur Rückhandseite und dann kam schon wieder der Ball zurück und ich hätte eigentlich wieder vorne spielen müssen, ne? Okay, Anna. Nicht umdrehen, immer rückwärts laufen, okay. Dass du den Speeder immer anguckst. Ja, gut, wird schon besser. Ja, der wäre jetzt drin gewesen. Also alles, was auf die Linie kommt, ist auch drin? Alles auf die Linie ist drin. Noch einen Ball. Schnell, ja. Mist. Beim Speedbadminton muss man sich viel im Feld bewegen. Und wenn man da keine Beinarbeit macht, dann versagt man. Ich glaube, wir müssen langsam aufhören, oder? Nee. Wie, nee? Speedbadminton kann man immer spielen. Und eigentlich ist es auch noch gar nicht dunkel genug. Hä? Das verstehe ich nicht. Sieht echt geil aus, Malte. Ja. Also Speed Badminton bei Nacht. Ja, aber das nennt man jetzt Blackminton. Blackminton? Ja, weil das ist ja dunkel. Also das gibt's offiziell, das ist jetzt nicht deine Idee. Ja, es gibt auch Turniere davon. Krass, saugeil. Jetzt machen wir mal ein Spielchen, ne? Geil. Zu zweit? Doppel. Deiner? Meiner. Shit. Das Dumme ist, man kann sie jetzt gar nicht rausreden mit, ich habe den Ball im Dunkeln nicht gesehen. Ja, sehr gut. Leider kriege ich auch noch mal einen Ball. Ich habe ja für Karnes Johannes schon ziemlich oft in die Nacht hinein trainiert, aber ich hatte bei keiner Sportart so viel Spaß wie bei Speed Badminton mit Neonfarbe im Gesicht. Der zweite Trainingstag. Johannes ist bereits früh auf den Beinen und nutzt die Zeit, um an seiner Zielgenauigkeit zu arbeiten. Ja. Morgen. Morgen, Johannes. Morgen. Cool, dass du schon trainierst. Ja. Ja. Sehr gut. Seit 7 Uhr. Schön. Und was machen wir? Wir machen die verschiedenen Schlagtechniken heute. Ich hol die Speeder. Gehen wir ins Feld? Ja. Okay. So, wir machen jetzt ein paar Volleys. Du schlägst den Ball nicht wirklich, sondern du drückst den eher so. Okay, dann los. Ja, aber das machen wir jetzt erstmal ohne Schläger. Okay, bist du bereit? Ja. Okay. Ja, nimm mehr den Körper mit. Ja, sehr gut. Ja. Du musst wieder nach hinten, ne? Ja. Es wird besser. Okay, und jetzt das Ganze mit Schläger. Oh, mit Schläger, Schläger. Ich hab nicht so vermisst Schläger. Du darfst dich auch ruhig ein bisschen bewegen. Wenn du siehst, der Ball kommt ins Feld rein, dann kannst du auch schon ein Stück aus dem Feld rausgehen, wenn du den dann besser erwischen kannst. Also keine Angst, die Linie zu überschreiten. Genau. Okay. Ja, sehr gut. So, und jetzt machen wir mal einen Drive. Den schlägt man jetzt wirklich. Darf ich mal den Schläger? Danke. Beim Drive ist es ganz, ganz wichtig, dass du wirklich mit dem ganzen Körper nach hinten gehst, ausholst. Mhm. Und dann mit wirklich voller Kraft schlägst. Das ist also der Dreschschlag. Genau. Okay, also Grundposition so, dein ganzer Körper zurück. Voll Power. Verwumsch, bumsch. Und mit der Hand auffangen. Genau. Es ist auch ganz wichtig, dass du den Schwung vom Körper mitnimmst. Mhm. Weil dadurch hast du noch mal viel mehr Kraft. Bereit? Bereit. Los geht's. Ja, sehr gut. Aber noch wirklich weiter nach vorne gehen. Okay. Genau, den ganzen Schwung mitnehmen. Hey, Anna, nicht den Trainer abschießen. Ja, perfekt. Ja. Langsam hast du es auch auf der Rückhand raus, ne? Ja, die Rückhand ist meine Schwachstelle. Ja, da musst du noch ein bisschen was dran machen. Die Drives waren vom Schlag her gut, aber er muss noch üben, so präziser den Ball zu spielen. Ja, schön. Sehr gut. Sehr schön. Die Hälfte des Punktes gehört dem Wind. Prost. Prost. Cheers. Stößchen. So, jetzt fahren wir in die Halle. Warum willst du in die Halle, wenn wir so geiles Wetter haben? Ja, aber ich würde ganz gerne jetzt den letzten Trainingsblock in der Halle machen. Mhm. Weil da ist ja morgen auch deine Herausforderung. Dann kannst du dich noch mal an die Bedingungen da gewöhnen. Und warum machen wir eigentlich die Herausforderung in der Halle, wenn wir doch auch draußen spielen können? Weil in der Halle kein Wind ist. Da sind keine Nebengeräusche und das sind dann faire Bedingungen für beide Seiten.
Das heißt aber auch, ich habe morgen den Wind nicht als Ausrede, wenn es nicht klappt, ne? So sieht's ja aus. Das heißt, ich gewinne besser. Ja. Das wäre cool. So, jetzt zeige ich dir als letztes noch den Smash. Das ist ein Schmetterball, den du volle Pulle auf die Angriffslinie schlägst, damit du den Gegner richtig unter Druck setzt. Also man wäscht richtig drüber. Ja. Okay, und wie funktioniert der Schmetterball? Gehst zurück und haust dann volle Pulle drauf. Jawohl, das will ich auch. Also Grundstellung. Grundstellung. Und dann wie so ein Muckyman angespannt mit Sidesteps zurückgehen. Muckyman. Und hier hinten kommt dann der Umsprung und dann wie so ein Lasso. So? Ja. Und dann Anna einfangen. Und wenn der Speeder hier oben ist und du hier am höchsten Punkt bist, dann runter smashen. Ja, sehr gut. Und das Ganze jetzt eine Stufe schwieriger mit dem Speeder. Bereit? Mhm. Ja, auf jeden Fall sah es gut aus, aber du hast den Speeder nicht getroffen. Autsch! Ah. Ich weiß nicht, ob die letzte Stunde beim Optiker nicht besser investiert wäre als in der Halle. Mann! Immer die Augen auf den Speeder, ja? Augen auf den Speeder. Siehst du, dann triffst du noch direkt. Aber das war jetzt nicht der höchste Punkt. Mein Gott, was hat der denn für ein genaues Auge? Als ob er alles in Zeitlupe sehen könnte. Aber das war richtig cool für mich, weil er wirklich Kleinigkeiten korrigieren konnte. Aber die sind entscheidend. Wow, super. Ja, schön. Na, noch ein bisschen weiter nach vorne. Sehr, sehr gut. Smash ordentlich gewäscht. Ja, und jetzt müssen wir noch spielen und ein bisschen Spielroutine bekommen. Sehr cool. Danke, Anna. Oh ja, danke, Anna. Kein Problem. Ich wünsche dir viel Glück für morgen, Johannes. Dankeschön, kann ich brauchen. Schnelle hin und her, dieses Bam, 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 Bam. Und vor allem auch diese tiefen Bälle, die du ja nur spielen kannst, weil es kein Netz gibt. Die finde ich richtig geil bei diesem Sport. Nach dem Training will sich Johannes bei seinem Trainer für den tollen Tag revanchieren. Mit einem gemütlichen Grillabend. 5 Würste, schaffst du das? Locker. So. Weißt du, was ich so richtig geil finde an Speedbetten? Mm-mm. Das ist diese Freiheit. Du kannst ja das Spielfeld überall hin mitnehmen. Ja. Und dann kannst du theoretisch auch am Strand spielen. Ja. Hast du schon mal? Ja. Echt? Hast du schon mal am Strand Speedbadminton gespielt? Ja, ich glaube auf Mallorca. Ja? Mhm. Bist du sonst auch so ein Freiheitstyp und sagst, ich möchte das machen, wie ich das will? Ja, zum Beispiel bei den Hausaufgaben oder so. Ich möchte halt an einem Tag vielleicht die Hausaufgaben von 3 Tagen machen und dann an einem Tag nur die Hausaufgaben von heute. Und am nächsten Tag vielleicht gar keine Hausaufgaben. Auch das. Noch nie passiert, ne? Nein. Aber beim Speedbadminton gibt es ein paar Regeln. Also man muss ja bis irgendeine Zahl spielen. Bis wie viel spielt man? 16. 16. Mhm. Und dann hat man schon gewonnen oder muss man das mehrmals machen? Nee, 2 Gewinnsätze. Das heißt, du musst 2-mal bis 16. Aber ich spiele morgen nur einen Satz, ne? Ja. Also einmal bis 16 und dann ist vorbei. Genau. Und dann wird halt geguckt, wer gewonnen hat. Ja, ich? Ja. Hoffentlich. Dann hast du gewonnen oder verloren. Also da hast du dann auch keine zweite Chance mehr sozusagen. Der Tag der Herausforderung. Die letzten Vorbereitungen für das große Match sind in vollem Gange. Johannes ist bereits auf dem Weg zur Sporthalle. Heute wird sich zeigen, wie gut er trainiert hat. Hi Malte. Hi. Na, wie geht's? Gut, ja. Ich bin ein bisschen nervös. Und dazu hat Johannes auch allen Grund. Seine Gegnerin Sarah spielt seit 3 Jahren Speed-Badminton. Sie hat bereits einige Wettkämpfe gewonnen und glänzt vor allem durch ihre schnelle und zielgenaue Spieltechnik. Also wenn die Sarah einen schlechten Tag hat und der Johannes sich wirklich konzentriert, dann kann er es schaffen. Ansonsten wird es schwierig. Perfekt. Boah, nachher müssen die so kommen, oder? Genau so müssen die kommen. Hat Sarah eigentlich eine Schwachstelle? Ja, also vorne ist sie ziemlich gut. Da musst du wirklich aufpassen, also keine Bälle nach vorne, sondern immer
die hohen Bälle über sie drüber lupfen und dann in die Ecken, damit sie schön viel laufen muss. Und dann irgendwann smashst du den Ball vorne auf die Grundlinie. Nach hinten spielen, links, rechts laufen lassen und vorne wegsmashen. Genau. Das probiere ich. Danke, Trainer. Ja. Drück Glück. Mir die Daumen. Ja. Ich habe richtig Lust. Ich habe richtig Lust auf dieses Spiel. Weil ich weiß, ich habe viel gelernt in den letzten 48 Stunden und jetzt kommt's drauf an. Bevor es losgeht, wird per Speeder ausgelost, welcher Spieler die Wahl zwischen Aufschlag oder Spielfeldseite hat. Die Spitze des Speeders zeigt auf Sarah. Ich nehme den Aufschlag. Dann nehme ich das Feld. Danke. Drin. Scheiße. 1-0 Sarah. 2-0. 3-0. Sarah hat mich richtig geschockt. Ich habe das nicht kapiert. Die hat die Bälle so kurz vor die Linie platziert. Ich hätte nie gedacht, dass die noch im Feld sind. Mist. 0-4. 0-5. 0-6. Komm, jetzt konzentrier dich, ja? Ja. 6-1. Ja. Schön. Boah, in dem Moment habe ich gedacht, jetzt ist das Eis gebrochen und Johannes, konzentrier dich und komm zurück ins Spiel. Oh. Ja. 6-2. Ja. Aus. 6-3. Ich werde Sarah nichts schenken. Ganz einfach. Kampfgeist. 3-8. Ja. Aus 5-8. Ja. Genau ja, ja, so. Ja, ja, ja. Fehler 6-8. Scheiße. Aus 6-9. Immer hinten in die Ecken, ne? Wie ich es eben gesagt habe. Okay, hinten Ecken. Aus. Immer so ein Stück. Komm, der nächste. Was mich richtig wurmt ist, dass ich ja eigentlich genau das gemacht habe, was Malte gesagt hat, aber ein bisschen zu viel. Die waren immer so ein paar Zentimeter hinter der letzten Linie. Und hätte ich einfach ein bisschen weniger Stoff gegeben, dann hätte ich die Traineranweisung genau erfüllt und Sarah unter Druck gesetzt. Shit. Aus 15-7, Matchball, Sarah. Komm. Wenn Sarah jetzt noch einen Punkt macht, gewinnt sie das Match. Und Johannes hat die Herausforderung verloren. Komm jetzt. Ja. Ja. Schön. 15-8. Sarah hat das Match gewonnen. Ich könnte mir jetzt in den Hintern beißen, dass ich das nicht geschafft habe, weil ich glaube, ein bisschen mehr Konzentration und vielleicht auch ein bisschen mehr Glück, dann hätte es ein anderes Ergebnis geben können. Aber mein Gott, erstens ist so der Sport und zweitens, Sarah hat es verdient, die war richtig gut. Sarah, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön und du hast sehr schön gespielt. Vielen Dank. Danke, Shiri. Schön gespielt. Danke. Schön gespielt. Malte, Trainer, es tut mir leid. Oh Mann, ey. Am Anfang hatte ich einen Blackout, ne? 5-6-0. Ja. Aber du hast trotzdem gut gespielt. Danke. Aber die Sarah war halt besser. Die kann's halt auch. Er hat alles gegeben und das waren halt so ein paar Bälle, die wirklich nur 10 cm ins Ausgegangen sind und da kann er einfach nichts machen. Ich bin ein bisschen geknickt, weil ich verloren habe. Aber ich bin noch mehr geknickt, weil ich dich nicht enttäuschen wollte, Malte. Ja, es ist einfach schwierig, die Sportart in 48 Stunden zu lernen. Aber ich bin trotzdem stolz auf dich. Obwohl ich verloren habe? Obwohl du verloren hast. Ein echter Trainer, der zu einem hält. Wenn ihr jetzt aber zu Hause sagt, ich hätte gewonnen und ich könnte so gut Speed-Badminton spielen, wenn man mich nur mal lassen würde, dann schaut doch mal, wo der nächste Verein bei euch in der Nähe ist. Und das könnt ihr auf kannesjohannes.de. Ich hoffe, wir sehen uns im Internet oder spätestens das nächste Mal, wenn es wieder heißt Kannes Johannes. Diesmal hat das nicht gekonnt.